Die haben bestimmt gute Halloween-Partys gefeiert früher. Ich muss erstmal eine Runde was trinken. Das habe ich gerade schon gemacht. Ich gehe schon mal auf den Berg hoch. Ist ja einfach nur geradeaus. Ich finde das so cool, wenn du Nuka Cola und Co. trinkst, die Kronkorken sind halt gleichzeitig dein Geld. Ja. Ah, hier ist wieder eine. Also hier stehen auch ein Panzer und so rum. Also hier oben könnten Gegner sein. Ja, das ist wirklich cool gemacht, muss ich auch sagen. Mit den Kronkorken. Was hast du denn jetzt schon wieder gesehen, Nessie? Ich. Wie, bist du auf dem Weg? Ja, da kommst du. Ich stehe hinter dir. So gut. Ja, Ghule. Da ist ein Ghul. Ein verbrannter. Ein Siebener. Krönchen ist tot. Mal gucken, ob wir da noch mehr Besucher haben. Ja, da sind noch mehr. Ich sehe den nächsten. Kopf los. Er hat den Kopf verloren. Redery, den nehmen wir doch gleich mal. Macht immer Sinn, ja. Aufbereitetes Wasser. Basketballgranate. Nächster Gegner ist oben an der Tür. Ja. Fusionszelle. Da sind zwei. Ich habe schon einen weiteren gesehen. Der eine ist tot. So, der ist auch tot. So, sammeln wir doch mal ein bisschen was hier ein. Ich habe schon wieder ein paar gute 10mm Munition gekriegt. Sendeturm ist das, ja. Ich bin schon wieder völlig überladen. Nee, das Gott sei Dank noch nicht. Ich bräuchte schon wieder eine Werkstatt. Ich gerade, ob ich hier irgendwo eine finde, aber hier ist auch wieder nichts. Silbergabel. Wieso haben die hier keine Werkstatt in dieser Hütte? Karte. Die Karte sagt uns doch bestimmt irgendwas. Kann ich mein Ding hier herziehen? Nee, natürlich nicht. Ich guck gerade mal, ob ich meine Base hierher verlegen kann. Irgendwo hin. Wenn es hier draußen ist. Ich bin nämlich so völlig überladen. Hier. So. Ich habe mal das Camp hier hergeholt. Yay! Yeah, ich bin Levelaufstieg. So, dann holen wir mal eine Truhe. Und eine Werkbank. Ich wollte nichts herstellen. Ach doch, warte mal. Ich wollte mal gucken. Ich kann da jetzt irgendwas kundig. Nee, ist nicht dabei. Schade. Was möchte ich denn allgemein aufwerten? So, Gegenstände verwerten. Oh, schon wieder falsche Tastatur. Wäre da der Messi schlau? Ja, eigentlich schon, ne? Ja. 25% weniger, wiegt weniger, das sollte man schon mal nehmen. Werte gerade erstmal wieder ein bisschen. Oh, bei mir ist es schon 50%. Ich habe den Messi aufgelevelt. Geil. So, dann machen wir mal den ganzen Schrott einlagern. Zack. Also wir haben jetzt übrigens Baumaterialien en masse eigentlich mittlerweile schon. Das ist schon krass. Ressourcenpaket Mittel bekommen gerade. Ja, das habe ich auch letztens gekriegt. Das kriegst du mit dem Update, mit dem Level Up. So, aber soll schalte den Webig Käse ein. Was
jetzt noch einen Right Away, den nehme ich auch noch mit. Hier unten war noch Wasser, nehme ich. Das kann man wieder verwerten. Was ist da? Stimmt. Kann man immer gebrauchen. Aber viel machen kann man hier, glaube ich, jetzt im Moment auch nicht. Hier ist was. Notfallübertragungssystem. Notfallmanagement. Rufen Sie sich bitte an den nächstgeligen Dienststelle Nationalen Katastrophenhilfe. Na super, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Übertragungstechnik der verbrannten Aufspürsystems. Ist online und standby. Okay. Ah, ein Fusionskern. Sehr schön. So, dann gehe ich nochmal schnell zu meinem improvisierten Lager. Also wenn du verkaufen willst, oder wenn du hier verwerten willst, hier hinten habe ich das Lager aufgebaut. Ne? Hinterlasse den Banditen eine Nachricht. Wir haben oben, wo wir waren, also wenn wir nochmal zu meinem Camp gehen, da haben wir eigentlich noch eine Aufgabe. Okay. Wo wir waren, meinst du? Ganz oben. VW, WV Lamba. Ach so, da oben. Ja, können wir ja später mal machen. Wir wollten ja jetzt eigentlich erstmal von hier dann runter nach Flatwoods. Suche in Flatwoods nach Spuren der Aufseherin. Genau. Und dann kann man noch weiter runter auf die Autobahn zum Sprichwort Sweetwater. Genau. Wie gesagt, hier drüben kannst du dich erstmal wieder entleeren. Hier habe ich erstmal alles aufgebaut. Und ganz unten rechts. Ich glaube, das ist die Area, die dann halt für High-Level-Menschen sind. Ganz unten rechts. Also ich weiß, dass The Pit ist die High-Level-Area. Das ist ja das, was später kam. Deswegen heißt das ja auch The Pit. Ja, deswegen ist es. Das war ja das ganz unten das rote. Ich kann mir vorstellen, das Rote und vielleicht auch das Graue. Weil da hat auch ein Rocky Mocky Camp mit ganz viel Zeug. Munition 15.000, 16.000 Händler im Besitz von Rocky Mocky. Und da, also wie gesagt, da ist ein 73er. Hier unten ist ein 125er unterwegs in dem roten Gebiet. Und im Grauen ist ein 20er. Also Grau ist wohl nicht ganz so High Level. Das mit Lehren hört sich einfach falsch an. Ja, Nessie, nicht das, was du schon wieder denkst. So, dann pack mal dein Zeug weg. Jetzt mal. Oh, ich möchte auf die Brücke da drüben. Guck dir mal auf die riesengroße Metallbrücke hier an. Die ist aber in der Mitte durchgebrochen, wenn du siehst. Da ist schon, fehlt schon ein Stück Dach. Ob du da überhaupt komplett rüberkommst, weiß ich nicht. Ja, aber einfach nur mal drauf, um zu gucken, das sieht bestimmt richtig geil aus. Ein kaputter Roboter, den müssen wir töten.
Geh nicht so nah ran. Du hörst doch, dass da irgendwas gerade passiert. Genau das. Ich wäre volle Möhre wieder in den Rängen der Stiefel. Deswegen, ich hatte es nur summen gehört und da dachte ich, das klingt nicht gut. So, mal kurz orientieren. Geradeaus zu kommen wir irgendwie auf. Wir müssen einfach nur dieser Straße folgen. Dann kommen wir automatisch nach in die Stadt. Ja, nur nicht nach oben gucken, sondern nach unten gehen. Jetzt wird's gegessen. Wer steht denn hier rum? Ein Siedler. Verdammt! Warum greifst du einfach Leute an? Der hat ja doch gar nichts getan. Der hat doch nicht mal was Sinnvolles dabei. Ein Stimpack. Und da ist jetzt wieder ein Automatron. Ah, ein Responder, der tut nichts. Das ist ein Sunny-Roboter. Der Highway steht unter dem Schutz der Responder. Die Responder sind hier. Ja, dann heil mich doch mal, Minion. Der Siedler sah mir böse aus, Nessie. Deswegen der brauchte eine Kugel zwischen die Augen. Der hat mir böse geguckt, der hat mich falsch angeguckt. Der hatte nur einen Bauhelm auf. Ja, genau deswegen ja. Er hatte nur einen Bauhelm auf. Hier liegen Leichen rum. Das sind schon Skelette. Die sind schon ein paar. Und ja, die sind schon. Ja, da hinten ist ein Mr. Farming hinter mir. In dem Gebüsch. Das waren Kultisten. Da. Nicht zu nah rangehen. Ja. Der sucht nicht mehr. Der ist fertig gegrillt. Der explodiert nicht. Okay. Na, puff! Tot! Sind wir nicht geheuer, sage ich dir. Da hinten steht schon wieder jemand auf der Straße. Das ist ein Plünderer nur. Na sie, alles was suspekt ist, erstmal erschießen. Erst schießen, dann fragen. Typisch Amerika. Wir sind doch in Amerika. Vergiss das nicht. Ja, stimmt. In Amerika wird nicht gefragt, da wird erst geschossen und dann gefragt. Dann zieh dir aber deine Ranger-Klamotten an. Joa. Da steht wer? Ja, das ist jetzt die Stadt. Ach ne, Plünderer, da bin ich gerade schon vorbeigelaufen. Ja, der ist da. Ja, da kommen auch zwei. Das sind auch wieder Protektrons. Die tun aber nichts. Die tun nichts. Nicht angreifen. Ich glaube, die gehören zur Stadt. Nicht, dass wir uns noch irgendwie Feinde machen. Könnt ihr mir helfen? Könnt ihr mir helfen? Könnt ihr mir. Nein, ich möchte nicht hier bleiben. Na ja, ich kann auf mich selber aufpassen. Passt lieber auf den Siedler auf, den habe ich leider. So, das ist die Stadt. Boah, das sieht so geil aus. Ich möchte da hoch. Ich möchte diese über diese Brücke laufen. Wir können ja erstmal wieder tonnenweise Häuser durchsuchen. Ja, aber Alter, guck dir mal die Brücke an. Ah, hier sind wir. Wir sind jetzt erstmal auf der Brücke zur Stadt. Mir geht das Rückenteil gerade auf den Sack. Kann man hier runterjumpen? Ja. Ich guck mal jetzt hier unten um. Flatwoods Busstop. Ich glaube, hier kommt schon lange kein Bus mehr vorbei. Oh! Kakerlake! Es gibt hier ein paar Kakerlaken. Green Country. Das hier scheint ein Motel zu sein. Ja, da bist du gerade. Das ist ein Motel. Kann man hier auch rein? Oder? Jetzt, wo so viele Leute zurück sind und
Ah, Green Cartwheel Rush ist das. Je weiter unser Einfluss reicht, desto mehr Leuten können wir helfen. Die Green Country Lodge. Kann ich hier durch? Ich hätte gerade beinahe den Siedler erschossen. Wie gesagt, nicht einfach Menschen erschießen, die uns nichts tun. Nee, da komme ich nicht rein. Ich sagte ja auch beinahe. Ach, hier ist eine Tür daneben. Ja, ich will durchs Fenster gehen und die Tür ist gleich daneben. Wie typisch. Lederrüstung brauche ich nicht. Ein vergoldetes Sturmfeuerzeug. Workout-Notizen. Ich kenne jemanden, der das reparieren kann. Was haben wir denn hier hübsches? Ein Stimpack. Hier ist einer beim Gewichteheben gestorben. Mords zu schweres Gewicht. Ja, ist erst auch nur noch ein Skelett. Der ist schon länger tot. Medex, komm ich mit. Was ist das denn hier oben? Sunny macht gute Sandwiches. Also oben ist schon mal leer. Also die haben sich ja hier schon mal nett eingerichtet. Hier ist die wunderschöne Kakerlake. Die Kakerlake, die an der Wand geklebt hat? Achso, aber die klebte da vielleicht auch nur. Nee, ich hab sie erschossen. Chat kann's beweisen. Mal ein schöner Tag. Er sagt, es ist ein schöner Tag. Ich höre Geräusche. Komische Geräusche. Jetzt weiß ich, was das komische Geräusch war. Was denn? Ein totes Opossum jetzt. Ah. Gedärm und Opossumfleisch. Das ist lecker, ne? Da registrierst du mal wieder nichts. So, da drüben ist noch ein Haus mit einer amerikanischen Fahne. Oh, ich hab grad was gehört wieder. Maulwürfe! Maulwurfswappen! So, das Haus hier hatten wir noch nicht. Da hat man, ach, das ist aber auch zu, da kann man nur von der Front gucken. Oh, Willy Mann. Hab ich mich dezent erschreckt? Auf den Knopf gedrückt. Ich glaube, es nimmt auf. Ruhe. Hallo? Hallo, hallo! Es sollte funktionieren. Wir waren Holo. Ich hasse diese Dinger. Ja, ich weiß. Wollte ich dir gerade noch sagen. Vorkriegsgeld 2. Ich habe aus pädagogischen Zwecken etwas über mein Leben seit dem Fall der Bomben zu erzählen. Für die Kinder, die noch geboren werden. Die eine Garage. Gute Sache. Können wir anscheinend... Eigentlich wollte ich mein Alter damit verbringen, fernzusehen. Auf meine Enkel aufzupassen. Aber Wasser? Es kam ganz anders. Sammeln wir mal Wasser. Ich bin so froh, dass sie es alle rechtzeitig in den Ward geschafft haben. Wasser kann ich nicht sammeln. Als ich davon geträumt habe, wusste ich, dass meine Gebete erhört wurden. Mein Ehemann Frank hat früher in den Minen gearbeitet. Ja, du bist auf die andere Seite von der Brücke. Kurz vor dem Krieg gab es ein Erdbeben. Er kam nicht mehr zurück. Im Briefkasten des Baumwollgarn. Ich weiß nicht genau, was mit ihm passiert ist oder warum er nie zurück nach Hause kam. Aber hier ist noch ein Dingsbums. Seit dem Krieg lese ich nur noch in meinen alten Zeitungen und höre Musik. Jetzt der Ölkanister. Ich nehme aber auch nicht mehr alles mit, weil und das ist wir haben schon so viele Zutaten mittlerweile. Ich habe gerade eine Audio. Ich hab die auch. Schon mal von der Atomlotterie Logan Times gehört? Der Gewinner erhält einen... Oha! So ein Gerät habe ich seit 10 Jahren nicht mehr benutzt. Besser meinte, sie hat meine erste Aufnahme verloren. Schade. Also, mein Name ist Colonel. Ich habe ja noch eine überlebende Geschichte. Die Bomben fielen, als ich noch ein Kind war. Mein Vater ist im Krieg gestorben. Alles ganz normal also. Ich schätze, meine Geschichte ist nicht besonders spannend. Hier ist wieder was, wo man rein kann. Das haben sie mich gefunden, als ich 13 war oder so. Sie brachte mich zu den Respondern, die mir alles beigebracht haben. Und so wurde ich ein Freiwilliger. Seit 5 Jahren bin ich nun selbst ein Responder. Ich helfe Kindern, die ihre Familie verloren haben. Bring sie in Sicherheit, bilde sie aus und bin wie ein großer Bruder für sie. Was ist denn hier noch Schönes?
Ein Rezept. Aber wir finden Rezepte jedes Jahr immer weniger neue Leute. Mitschleppen. Da draußen steht es nicht zum Besten. Selbst Nahrung und Wasser zu finden, fällt immer schwerer. Wir können mal was essen von. Die Bruderschaft. Ja. Wir dachten, dass es mit ihnen anders laufen würde. Ja, die Körner in der Kirche. Das hätte ich auch gleich lernen können. Wie dem auch sei, in 10 Jahren bittet mich das da vielleicht wieder eine dieser Geschichten. Ah, hier ist noch ein schöner Ranger-Hut mit Abzeichen, so einen wie ich hab. Bis dann. Peace, Appalachia. Oh, verdammt. Hier ist irgendwas Böses. Nein, das ist ein Tier. Irgendwo. Hier brummt irgendwo ein Tier rum. Das könnte so ein Guau oder so sein, diese. Ja, hier dahinter ist er. Das ist so ein. Wie heißen die Viecher? Brahmin. Die sind friedlich. Das sind diese Kühe, diese Riesenkühe. Nee, ich habe gerade was Rotes gesehen. Das war die Red Kakerlake. Ach so, na gut. Ja, schon eine riesige Stadt hier. Das erinnert mich, das ist schon wieder wie Fallout 4, wo du richtig viele Häuser hast zum Untersuchen. Langsam reagiert. Passiert. Ich habe mich extra weggedreht, weil ansonsten wäre das, glaube ich, sehr laut geworden. So, hier ist noch ein Haus, das ist aber auch zu. Das ist ein Koffer. Plastikteller brauchen wir nicht. Da hinten steht wieder jemand. Seid ihr friedlich oder böse? Böse, wilder Ghoul. Danke. Ich muss Waffe wechseln. In die beiden Häuser kann man nicht rein. Was ist? Vorkriegsgeld. Oh, hier ist eine Lagerkiste. Eine Tankstelle. Hat doch meistens auch irgendwo eine Werkstatt. Ja, sage ich doch, dass die eine Werkstatt hat. Die verkaufe ich mal nicht. Die können wir langsam mal verkaufen. Gehst du jetzt die Straße durch oder was? Ja. Einfach damit man. Oh, noch ein Ghoul. Einfach damit man nichts verpasst. Und hier drin steht sogar eine Vault-Tech, eine Truhe. Also wo du Sachen, wo du deine Sachen einlagern kannst. Wir gehen das Ding Haus für Haus ab. Da hinten ist ein Camp. Mit Zelten und so. Da gucke ich noch mal kurz hin. Ausgenommene Brahmins. Gule im Schlaf erschossen.
Gut, der hier ist einfach stehen geblieben. Der auch. Freezed, gefreezed. Im Todeskampf. Oh, ein Fernglas. Geil. Das kann ich sogar ausrüsten. Ach, das ist wie... Es fungiert als Waffe, okay. Also man kann dann auch auf ein Fernglas switchen und kann sich umgucken. So. Bürlappen, Seife. Das war wohl der Priester, Pastor Delbert. Reverend Delbert Winters. Bin direkt hier in der Stadt geboren und aufgewachsen. Hab den Respondern meine Kirche als Außenposten zur Verfügung gestellt. Gern geschehen, übrigens. Wisst ihr, die Responder haben eine wichtige Mission. Na, was kann man an dem Computer? Die helfen den Leuten durch dick und dünn. Bis der Himmel sich wieder öffnet und uns alle aufnimmt. Jedenfalls... Als das alles passierte, dachte ich, wie viele andere, die Zeit ist gekommen. Das ist das Ende. Aber das war es nicht, was? Wir sind noch hier. Erst dachte ich, es wäre ein Fehler passiert, dass wir übersehen würden. Vergessen. Vielleicht hatten wir gesündigt. Vielleicht hatten wir nicht genug für den guten Zweck gespendet. Oder in schweren Zeiten nicht genug den Namen des Herrn gelobt. Was im Briefkasten? Oder Gedanken? Wer ist da? Teil 2 und ein Bleistift. Heute erwartet sie das spannende Ende von Wer da? Die seltsame Begegnung. Stell eine Falle für die Beweischamin auf und zeichne ihr nächtigen Geräusch mit Hunger. In der letzten Folge trafen Pfadfinder-Pionier Fred Fischer im Dunkeln auf das seltsame Mädchen Sally. Aber die beiden sind nicht allein. Nichts Interessantes. Hier sind noch andere Leute? Ja, die holen wahrscheinlich nur was zu essen. Sie sind bestimmt bald zurück. Du kannst mit mir warten. Dann geben sie dir bestimmt auch was zu essen. Du musst nur tun, was sie wollen. Was meinst du damit? Wenn sie Spiele mit dir spielen. Nichts wollen. Interessantes rum? Spiele? Was sind für Spiele? Ich kenne hier so, die Zelte, die kann man so. Ja, ich habe gerade das Restaurant so gefunden. Wenn sie die Nadel benutzen. Nadeln? Ja, du weißt schon. Wie beim Doktor. Das klingt für mich nicht nach einem Spiel. Küchentürme. Genau wie diese Leute. Wir sind aber auch schon länger tot. Nein, bleib hier! Okay, schon gut, hör auf zu schreien. Die Siedler sehen auch nicht mehr als sie gesund aus. Nee, die sind schon länger tot, einige von denen. So, da war ich ja gerade drin. Oh, ich muss aufpassen, wo ich hier jetzt überall schon war. Kostenloser Kochen. Ja, das ist echt riesig. Das meine ich ja, das erinnert mich jetzt wirklich an Fallout 4. Wenn du wirklich jetzt durch die riesigen Städte gehst. Stell dir eine Falle für, du weißt schon wer. Ach, das hattest du eben gerade schon vorgelesen. Ja. Ich finde es aber gut, dass du nicht in alle Türen rein kannst. Häuser rein kannst. Das würde das Ganze noch größer machen, ja. Das würde es maximal sprengen. Ja. Ich war gerade mal hier im Restaurant drin. So, die Kirche, da sollen wir ja sowieso hin. Wer bist du denn? Chloe ist mein Haustier. Heather Ellis. Oder ich ihres. Wer weiß? Ist du wegen des Responder-Trainings hier? Die kann man ansprechen. Das Responder-Training. Ganz genau. Sie senden seit Jahren eine Funknachricht aus, um die Menschen aufzufordern, hier grundlegende Überlebensdienste zu machen. Ja, schön. Ich öffne den Kühlschrank und verschließe mir selber den Eingang. Gibt es leider schon lange nicht mehr. Wie schlau ist das denn? Aber das Trainingssystem ist vollautomatisch. Also kannst du immer noch alles Mögliche lernen. Es überrascht mich, dass du das nicht wusstest. Du bist wohl neu hier. Ja, ich bin neu hier. Moment. Gehörst du zu diesen Leuten, die in Wolfgang waren? Wie süß. Ich wusste es. Das habe ich dir sofort angesehen. Ich habe mir immer vorgestellt, wie toll das Leben ist. Hast du das Holobad angehört? Mit all den Robotern und Maschinen. Noch nicht. Und immer alles zu haben, was man braucht. Ich unterhalte mich hier gerade mit einer. Du bist jetzt in Sicherheit. Und glaub mir,
Dieses Gefühl haben wir Leute von draußen nur sehr selten. Tja, jetzt bist du wohl einer von uns. Und alles andere ist Vergangenheit. Hm. Wir sehen uns. Okay, bis dann. Hm, die ist nett. Sanitäterin. Schnauze kurz! Aufseher-Logbuch. Flatwood. Mein Gott. Hier ist niemand mehr. Die alte Kneipe, die Kirche. Die okay. Leute haben darin hm? Schutz. Der nämlich da drinnen gefangen ist. Mutationen hat sie gewesen ist, der hat noch was erzählt gehabt. Ach so. Von wegen von einem Schatz und du hast genau drüber geredet. Naja. Ich bin hier gerade in der Kirche. Weil ein Mensch war, aber es hatte diese hinter der Kirche soll was sein. Läsionen und seine Stimme. In der Kirche ist was drin. Ich habe mir hier schon was geholt. Hinter der Kirche, den Hügel hoch. Eins was? Was auch immer hier passiert ist. Das hatten wir nicht erwartet. Und wir haben eine Menge erwartet. Oh, obwohl sie ausgelöscht wurden, nannten sich die Überlebenden Responder. Sieht aus, als hätte die Gruppe aus Feuerwehrleuten, Polizisten und Rettungskräften bestanden. Es gibt sogar ein automatisches System, das alles über das Aufbereiten von Wasser und Nahrungsmitteln sowie das Überleben lehrt. Ich muss mich an das Worttraining erinnern. Zuerst überleben. Ich lege ihre Tests ab und das sollten sie auch. Es tut mir leid. Ich weiß, dass es schlimmer ist, als wir gedacht hatten. Aber irgendjemand muss wissen, wo sich die Raketensilos befinden und wie man sie sichert. Die Responder sind unsere heißeste Spur. Wenn ich hier fertig bin, ziehe ich weiter. Suchen Sie nach meinen Logbüchern. Ich gehe voraus und zeichne alles auf, was ich finde. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Aufnahme. Ich habe mir nämlich gerade das Holo der Aufseherin angehört. Ja, in die Kirche gehe ich zuletzt rein. Nur hinter der Kirche, den Hügel hoch. Ich habe hier schon den nächsten Punkt, wo ich hin soll. Nochmal im Restaurant. Ah, hier, Check-in. Da soll ich hin. Yay, ich habe eine neue Challenge. Von Scorekring. Stufe 8 erreicht. Schön. So. Hinter der Kirche, den Fluss. Über dem Fluss. Ich mache erstmal meine Aufwertung. Ein neues Skill-Package. Neue Fans. Soll eine Lichtung sein mit einem Baumsturm. Wie kriegt man einen einarmigen Idioten von einem Baum runter, indem man ihm zuwinkt? Hier ist doch ein Baumstumpf. Cool! Ich habe das Geheimversteck gefunden. Nach jemanden suchen. Ja, warte doch erstmal, bis ich dann auch so weit bin. Wie wär's damit? Ich suche jetzt hier die ganzen restlichen drei Wohnungen ab. Hier ist schon mal nichts weiter. Ich wollte gerade den Hydranten erschießen. Der Hydrant hat dir nichts getan. Das sah im ersten Moment aus wie irgendwas, was mich angreifen könnte. Bauplan nehme ich mit. Ja, Baupläne solltest du immer mitnehmen und am besten auch gleich lernen, dann nehmen sie auch keinen Platz mehr weg. Wollte ich gerade, ich habe aber trotzdem nur auf. Ja, passiert mir auch immer. Zum Brahmin. Er hat sich aber auch ganz schön verändert. Ah, Kesha ist Flatwoods River, zuletzter Aufenthaltsort.
mach's dir bequem. Habe ich auch gemacht. Ein bisschen was kochen hier. Wir haben ja auch wieder eine Menge Zeug. Fertig hier, so, hab ich auch. Fertig. Wie sieht's denn eigentlich aus? Oh, ich muss was trinken. Bisschen trinken. Hauen wir uns mal noch. Und noch ein paar Äpfel. So, passt. Wir müssen dann zum Fluss. Ja, mach doch erstmal einen ruhigen. Ich bin gerade in der Kirche erst angekommen. Ach so. Ja, ich habe schon alles durchsucht. Du putzt hier nur. Zoe passt auf mich auf. Einen besseren. Ausrüstung kontaminiert. Hilfe erfordert. Ja, da bin ich gerade. Süß. Vorkriegsgeld, es gibt Stoff. So, können wir auch wieder gleich verwerten. So. Mal gut, dass dich das Spiel daran erinnert, was zu essen und was zu trinken. Stimmt. Ich habe jetzt einen Sanitäteranzug gekriegt. Lager. So, gehen wir mal hoch. Ah, hier oben hat sich jemand häuslich bequem gemacht. Hallo. Das hat mich gebeten zu erzählen, wie ich hierher gelangt bin. Sie bittet jeden darum. Also habe ich zugestimmt. Ich heiße Colonel. Und ich bin 13 Jahre alt. Ich will nur sagen, dass es mir leid tut. Es tut mir leid für alles. Die Bomben und die verrückten Leute und für die Kühe mit den zwei Köpfen. Aber ja, Lassie, genau. Hydranten sind sehr gefährlich. Ich war böse. Einfach böse. Ich habe beim Diktat geschummelt. Ich habe Chip Wilkins gegens Schienbein getreten, bis er geheult hat. Ich habe Rosie McCloy die Treppe hinuntergeschubst. Ich habe Löcher in alle Turnhosen geschnitten. Und in den Kartoffelbrei in der Cafeteria habe ich Klebstoff getan. Gehen wir mal noch ganz hoch. Ich habe Harold Newell gesagt, dass ihm Muskeln wachsen, wenn er täglich 10 tote Fliegen isst. Tonband zum Anhören. Ich habe Nuka-Cola in die Trinkbehälter im Tierladen geschüttet. Ich guck gerade, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Ich glaube, ich will nur sagen, dass es mir alles leid tut. Denn mein Vater hat gesagt, wenn ich mich schlecht benehme, dann passieren schlimme Dinge. Seit die Bomben fielen, habe ich Daddy nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich ist er gegangen, weil er böse auf mich ist. Ist schon in Ordnung. Ich
werde jetzt nur noch gut sein. Ich bin noch nicht alt genug, um ein Freiwilliger zu sein. Aber Dasa meinte, ich könnte Nahrungsmittel und Wasser sammeln. Ich werde mich bessern. Versprochen. Und erster Kontakt. Ja, oh Gott. Also, erste Kontakt, ja, die ist klar. Und schon 20.000 andere Kontakte. Das ist ein ursprünglicher Erfolg, weil normalerweise war das, so kenne ich das noch, als das Spiel damals noch keine NPCs hatte, war das tatsächlich der erste Kontakt mit Zivilisation. Weil die hatten ja nichts, die hatten ja damals nichts eingebaut. Und da bist du wirklich hierher, deswegen war das der erste Kontakt.